Okay, hier weiß niemand etwas. Take care. Speak, citizen. Okay, ich guck einfach mal weiter. Ich gucke einfach nochmal auf meine Quest, weil es kann manchmal sein, dass mein beschissenes, meine beschissene Englischkenntnisse. Tree for need to find someone in deiner Grafschaft. Und. Ich weiß nicht, ob mit der Grafschaft hier auch die Stadt Bliss an sich mit einbezogen ist, aber ich glaube, dass es gar nicht Grafschaft heißt, sondern irgendwie seine. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, ehrlich, ich habe einen Blackout. Ich würde gerade sagen, es ist so sein wundertoll adeliges Umfeld. So. Bloß nicht den Weg nehmen, ne? So, jetzt nochmal. Oh, so, jetzt versuch. Und was? So, jetzt gucken wir einfach mal nochmal rein. Vielleicht sind die ja so frei, sich jetzt einfach mal dazu eben Faden zu gesellen. Das weiß man nicht. Ich kann ja mal gucken, ob er irgendwie immer nur abends da ist, ob das hier irgendwie Öffnungszeiten gibt. Ich bin ja sowieso gerade im Hause Sieur gelandet, deswegen kann ich einfach mal nachgucken. Do you have business in the House of Dementia? Nicht so wirklich, aber ich frage dich unter der Chalice of a Reversal. Ich glaube, das heißt der Rück... Nee, der Rück... Ach, mir, auch dieses Wort fällt mir gerade nicht ein. Der Kelch der Umkehrung. Ah, mir ist eingefallen. Okay. Der Kelch der Umkehrung, ja. Nochmal für alle, die gerade nicht zugehört haben. You want information from me? After what you put me through? Was? Alter. Ey, komm, was hab ich dir denn gerade angetan, ja? Take care. Geh ich ihm zu deiner... Freundin Anya Herrick hier. Here we are, safe indoors. Nothing to harm us here, is there? Der Kelch der Umkehrung. Faden's problem, not mine. Alter, ihr seid übelst die Arsche. Do you have business in the House of Dementia? Weißt du was? Das regt mich richtig auf, ja. Aber es muss ein. Das, every little bit helps. Jeder Klick hat geschmerzt. You think I care for Thaden's toys? It matters not to me whether he suffers in agony or erases his mind with drugs. But if you insist, do you know the lengths of his depravity? How low he stoops to pursue his pathetic lifestyle? Feldu is a poison. It kills. And yet Thaden uses the chalice he created to twist Feldu into a drug he takes for his own amusement. How sick! If he was smart, he'd thank Shea Goreth it's out of his hands now. And of course, he'd never risk himself traveling through Dunroot Burrow to get it. Oh, das ist schlecht. Feldu. It's a poison. Plain and simple. It'll make you wish you were dead. And given enough time, you will be. The Elytra in Dunroot Burrow, the ones that secrete it are immune, but they're the only ones. If the Feldu didn't kill you, the Elytra would. You're better off just leaving the thing in the ruins above the burrow. Ah. Das hört sich nicht profitabel an. Also, ich muss jetzt so ein Feldu, das ist so ein Zeug, was die Elytra Kinders da irgendwie abspecken, wenn man sie tötet und oh, da muss ich das mal hinreisen. Jetzt hoffen wir natürlich alle wieder, dass... Ah, ich kann natürlich von hier nicht reisen. Hä? Und jetzt auf einmal ist hier drin... Sind hier drin die wieder da? Die Markus. Egal! Ich gehe da drauf mal einfach nicht ein. Police Grounds. Busch! So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Informationen bekommen. So, Bliss. Ich habe nämlich keine Lust zu laufen, dann reise ich lieber. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir sollen jetzt das Feldu halt von diesen ekelhaften kleinen Winzlingen da, von den Elytra, Babys abzapfen, um uns, wie sagt man, um dadurch dieses, keine Ahnung, wie auch immer man es nennen möchte, durch dieses Tor, das zeige ich euch sowieso gleich, zu kommen.
Speak quickly, mortal. Pferd! Und das macht halt so ein bisschen süchtig. Und deswegen braucht er diesen Kelch der Umkehrung, damit er nicht mehr davon süchtig ist. Ey, komm, das ist nicht witzig, Pferd. Reise ich halt hier nach Crucible ganz kurz, um mein Pferd zu holen. Zu fassen. Oh, jetzt steht es hier sonst worum. Oh, bitte stehen, Crucible. Also, außerhalb von Crucible, bitte, bitte. Also, ich meine jetzt vor den Toren Crucible ist nicht irgendwo in den Shivering Isles, weil außerhalb von Crucible kann ja vieles bedeuten. Komm schon. Wenn ich mich jetzt umdrehe und hier durch die Tür gehe, dann ist da bitte mein Pferd, bitte. Bitte mein Pferd, bitte Pferdilein. Bitte. Komm schon. Come on. Ja! Da ist es. Oh, es weiß immer wieder gar nicht, wie glücklich es mich damit macht. So. Ist schlecht. Hier dran vorbeireiten lässt es sich nicht so leicht, deswegen gucke ich mal, was passiert, wenn ich nach Bliss reite. Ob es dann außerhalb den Toren von Bliss steht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein weiteres Experiment ist, was ich mir danach zu verschulden habe, weil mein Pferd auf einmal nicht mehr da ist. Gott. Ich glaube. Ich hoffe. Hä? Hä? Hallo? Alles okay? Kann ich helfen? Ah! Das war der dreiste Agonia, der hier rumgeklaut hat. Die kleine kleptomanisch veranlagte Agonia. Meins. Verkaufe ich. Hey, ich habe jetzt 215. Trageskills. Ja, das macht mich schon relativ fröhlich. Weil dann bin ich nicht mehr so unglaublich schnell überlastet. Also 15 Tragepunkte, wie auch immer man es nennen möchte. Mehr ist schon erheblich. Komm schon. Ja, und jetzt steht's hier. Ah, Mann. Bin ich ein Trickser. So. Raus und los. Speak, Citizen. Wobei man doch immer wieder sagen muss, dass das doch eigentlich doch ganz schön ist hier. Ja, auch Mania hat seine guten Seiten. Wir reiten wieder mal durch die Welt. Yes. Oh Gott. Ist hier durch, okay. Und los, weiter geht's, mein Pferdchen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah ja! Es geht einfach hier vorbei. Es geht einfach hier weiter. Okay. Gab es dafür keinen Marker? Map-Marker? Anscheinend nicht. Egal. Ich dachte jetzt, man hätte das Ding da vorne vielleicht erkunden können als Wegpunkt oder sowas. Dann nicht! Wo sind wir denn hier gelandet? Sarma! Oh Gott! Hier ist ein frustrierter Grummet. Oh, das ging jetzt zu schnell. Ach, schade. Ich hätte gern noch eine Weile drauf eingehauen.